Bestimmt kennt ihr diesen Stein. Ich glaube, wir haben alle in unserer Kindheit mit Lego gespielt. Doch heute geht es um die Entstehung von Lego und wie es dazu kam. Lass uns also in die Zeit zurückreisen. Ich bin startklar. 13 years. Sure, with luck. Es ist das Jahr 1932. Der Schreiner Ole Kirk Christiansen musste seine letzten Arbeiter entlassen. Er steckte gerade in finanziellen Problemen. Kurz darauf starb auch noch seine Frau. Aber Ole war ein ganz besonderer Mensch. Er war nicht der Typ, der aufgab. Und da er für seine 4 Söhne verantwortlich war, musste er sich was einfallen lassen. Da er noch genug Holz aus seiner alten Werkstatt übrig hatte, stellte er eine Holzente für seine Söhne her. Seine Söhne waren so fasziniert, dass Ole anfing, Holzspielzeug herzustellen. Da der Verkauf aber nur schleppend lief, half ihm sein Sohn Gottfried nach der Schule. Gemeinsam schafften sie es, den Betrieb über die Runden zu bringen. Nach einer schweren Zeit versuchte Ole höchstpersönlich das Spielzeug in die Läden zu verkaufen. Er war aber kein guter Verkäufer. Er konnte sich nicht selbst loben und nicht erzählen, mit welcher Sorgfalt er die Spielzeuge herstellte. Er konnte die Spielzeuge auch nur gegen Essen eintauschen. Doch für Weihnachten war dafür reichlich zu essen da. Die Zeit verging, doch das Spielzeug verkaufte sich nicht so schnell wie erwartet. Ole dachte, vielleicht braucht die Firma einen einprägsamen Namen. Er wollte, dass der Name was mit Spielgut zu tun hat. Auf Dänisch heißt Spielgut Leggod und so kam es dann zu dem Namen Lego. Was er aber nicht wusste, war, dass Lego auf Latein so viel wie ich stecke zusammen bedeutete. Eines Tages hat Gottfried die Spielzeugenden 2-mal statt 3-mal mit Lack bestrichen. Doch das kam nicht so gut bei Ole an. Er legte immer so viel Wert auf Qualität und wollte seine Käufer nicht hintergehen. Diese kleine Lektion sensibilisiert Gottfried für die Tatsache, dass jedes Detail wichtig und nur das Beste genug war. Von da an lief alles perfekt. Sogar im Zweiten Weltkrieg gaben sie alles. Doch in einer stürmischen Nacht wendete sich das Blatt. Ein Feuer entfachte in der Werkstatt. Alle Werke, Modelle und Zeichnungen wurden zerstört. Sie mussten wieder von vorne anfangen. Ole begann die Hoffnung zu verlieren, doch aufgrund seiner Verantwortung gegenüber seinen Kindern und Arbeiten beschloss er, Lego wieder aufzubauen und schon bald wurde eine neue Fabrik errichtet. Eines Tages fuhr er nach Kopenhagen, um sich eine neue Maschine anzuschauen, die gerade in Dänemark eingetroffen war. Es war eine Kunststoff-Spritzgussmaschine, welche Ole sehr aufregend fand. Nach einer Diskussion zwischen Ole und Gottfried beschlossen sie, die teure Maschine zu kaufen. Sie fingen an, Plastik-Teddybären herzustellen. Aus der Ausstellung nahm Ole einen kleinen viereckigen roten Stein mit. Irgendwas fand er an diesem Stein so faszinierend. Sie fingen an, den Stein neu zu entwerfen und ihn zu produzieren. Auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise in England lernte Gottfried den Chef eines großen Einkaufszentrums kennen. Sie diskutierten über die Spielzeugindustrie und dieses Gespräch sollte sich noch sehr wichtig für die Zukunft von Lego erweisen. Der Geschäftsmann kritisierte ständig eines: Es gibt kein System. Das Problem war, dass den Kindern bisher nur eine fertige Lösung vorgesetzt wurde. Gottfried wollte, dass die Kinder etwas haben, womit sie ihre Fantasie und ihre Kreativität stärken könnten. Noch im selben Jahr begann Lego mit der Entwicklung des Lego-Spielsystems. Jetzt konnten die Kinder Häuser aus Lego-Steinen bauen, der Bauplan gab dem Spiel eine realistische Stadtanordnung vor und die Kinder lernten viel über Verkehrssicherheit. Obwohl man mit Lego zunächst nur Häuser bauen konnte, ergaben sich trotzdem viele Möglichkeiten. Es gab nur ein Problem: Wenn man das Modell hochheben wollte, fielen die Steine immer auseinander. Und somit hatte Gottfried eine neue Aufgabe. Er wollte etwas erschaffen, damit die Lego-Steine zusammenblieben. Gottfried bemerkte, dass die Steine eine bessere Klemmkraft haben, wenn sie innen mit Rohren ausgestattet waren. Jetzt waren es nicht nur Steine, sondern ein ganzes Konstruktionssystem mit endlosen Möglichkeiten. Mit kindlicher Fantasie konnte Lego alles auf der Welt sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Leider starb kurz darauf sein Vater Ole. Jetzt war er ganz auf sich allein gestellt und er musste einen weiteren Brand in der Lego-Fabrik überstehen. Aber genau wie sein Vater wusste auch Gottfried, dass er versuchen musste, das Beste aus jeder Situation zu machen und durfte niemals aufgeben. Gottfried meisterte die schweren Zeiten und als die Verkaufszahlen stiegen, wuchs auch die Firma. Er beschloss, die Produktion von Holzspielzeugen aufzugeben, um sich stattdessen einzig und allein auf die Herstellung der Lego-Steine zu konzentrieren. Jetzt wisst ihr, wie alles begann. Aber was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? In unserem Leben müssen wir oft schwere Entscheidungen treffen.
Manchmal können wir nicht einmal entscheiden, was wir wollen oder nicht wollen. Doch lasst uns aus jeder Situation das Beste machen. Lasst uns so sein wie Ole und Gottfried. Wir laufen nie auf einem geraden Weg. Aber gebt nicht so schnell auf, sondern versucht immer eine Lösung für das Problem zu finden. Egal auf welches Problem ihr stoßt, denkt einfach immer positiv. Und bleibt kreativ.